Der muss ja jetzt erstmal irgendwie hier diese, weißt du? Hier muss noch einer drauf. Hier waren nur... Wir nehmen, glaube ich, mal die... warte mal. Ich weiß ja auch nicht, welche Taktik die sinnvollste ist. Du bleib doch mal da oben, du blödes Ding. Elisa Schübel, die ist auf der 1. Die geht jetzt hier auf die Strecke. Dann gehen wir mal eben auf die 1. Die müsste relativ weit oben sein. Ja, immer erst zumachen, ich weiß. Da ist jetzt, fehlt jetzt ein Fahrer. Da müssten wir jetzt den Lehrling draufsetzen, die Doris. So, dann setzen wir den Lion City drauf und auf die 11 müssten wir dann den Bus setzen, der gerade auf dem letzten Platz war, der jetzt aber hier irgendwo mittendrin ist. Da ist er. So. Und ich soll mit dem Kappa City 11 fahren, sagst du. Jetzt müssen wir nur gucken, auf welcher Position ist der? Auf der letzten. Mhm. So. Okay. Jetzt müssten wir wirklich überall 5 haben und ich glaube, da sind auch überall nur Asse drauf, ne? Damit wir diese Aufgabe jetzt endlich mal abgeschlossen kriegen. Das ist ja fürchterlich. Diese komischen Nachtleben-Geschichte, die war mir ja eh schon zuwider. Durch diese völlig bescheuerten Strecken und diese Vorgaben. Ja, auch dieses, du musst unbedingt ganz viele Millionen Menschen abholen, wo gar keine sind. Ne? Überall dieses I ist ein Hinweis, dass wir zu viel Verkehr drauf haben. Ne? Die ganze Linie 12 ist eigentlich Schrott. Würde ich nie so machen, aus betriebswirtschaftlichen Gründen, aber das Spiel so musste. Verpflichtend. Tu das. Was nehmen wir denn mal? Was haben wir denn für eine schöne Strecke mal? Nehmen wir doch die hier, die ist schön lang, oder? 16 Minuten. Ja, komm, dann fahren wir die mit dem Kappa City L. Wenn das Wunsch ist, dann tun wir das. Bei Dämmerung. So, ich nehme mir mal den Kappa City. Ich weiß nicht, ob es der richtige ist, aber das wird schon irgendjemand hier. Wo ist er denn? Da haben wir Kappa City L. Und dann fahren wir mal los. Das ist aber nett. Rush Hour finde ich toll. So, dann drücken wir einmal R, dreimal I, zweimal L, einmal P, einmal 8, einmal 9. Und? Ha, richtig. So, wo sind wir denn hier? Ja. So, fahren wir mal Kappa City L. Der knickt bei mir übrigens immer ab, ne? Also nicht wundern, wenn ich das Heck verliere. Das ist, glaube ich, der schlimmste Bus, den man sich überhaupt vorstellen kann, oder? Der knickt ja wirklich bei jeder Kurve ein. Wie ist das erst, wenn ich mal eine enge Kurve fahren muss?
kannte da einen, deswegen. Wirklich, wie im richtigen Leben. Aha, deswegen wollte ich auch, dass du den fährst. Tommy, wie kann man nur so ein fiesen Möb sein? Ehrlich. Sag ich auch immer, wenn ich mit meinem Bauch versehentlich hupe. Ja. Weil es ist halt einmal zu tief Luft geholt, dann hängt die Wampe eben auf dem Hupe drauf. Da kann man ja auch nichts für, weißt du? Ist halt immer schwierig auch zu lenken, wenn das Lenkrad so am Bauch entlang schrubbt. Das Schlimme ist, dass ich wirklich einen Menschen, ich muss leider sagen, gekannt habe, weil war ein guter Mensch, war ein netter Mensch. Ist leider schon verstorben. Viel zu jung. Aber der hat wirklich in seinem Auto gesessen und wenn der gelenkt hat, hat das Lenkrad ständig an seinem Bauch entlang geschrubbt. So dicklich war er. Deswegen ist er übrigens auch gestorben. Multiples Organversagen. So, das Schild reißen wir um, oder? Das kriegen wir hin. Oh. Ha! Da hätte er jetzt nicht mit gerechnet, Tommy. Ja, der bremst auch gut, ne? Also das ist wirklich ein dicken... Ist der wirklich neu oder nur frisch lackiert? Der ist frisch lackiert. Danke. Eine Fahrkarte. Mhm. Das Wunder gerade die Schranke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Tag Senior 3. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Mhm. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Das ist kein Marienkäfer, das ist eine hochgradig giftige Spinne. Na klar, hier, bitte. Ich bin heute ein bisschen geräuschempfindlich, glaube ich. Was? Ach so, na klar. Hier, bitte. Was? Ach so, hier. Wo hab ich denn... Ah, hier. Klar. Na klar, hier, bitte. Hier, bitte. Augenblick da. Hier, bitte. Augenblick da. Hier, bitte. Na klar. Wo hab ich denn... Ah, hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounzi. Ach, guck. So. Ich krümmel jetzt den Chat voll. Was? Warum? Das muss ich doch nur wieder wegfegen. Aber nicht in Ordnung. Sie haben da eins vergessen. Ja, warte. Das kriege ich hin. Ich versuche gerade die ganze Zeit zu bremsen. Brems doch mal, du blöder Bus. Was ist denn das für ein Ding? Mir leid. Boah, der bremst ja gar nicht. Da kriegst du ja Stress, kriegst du ja da. Hier ist noch eins, warte. So, ihr wollt es ja unbedingt haben. Widerliches Rattenpack.
Weil ich beim Brötchenessen immer krümel. Und das einfach in den Chat, ja? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt für gut empfinden soll. Bin mir da nicht sicher. Ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch sinnvoll, weil wenn die dann nicht weiß, was sie essen soll, dann kann sie ja Streetfood essen. Dann sind das deine Brötchenkrümel. So, ja, biegt ihr ruhig ab. Das ist nicht so schlimm. Nächster Halt, Fischgrund. Ja, nee, das kann ich mir nicht merken, wer hier ein- und aussteigt. Das schaffe ich nicht. Oder nur frisch lackiert? Der ist nur frisch lackiert. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Die Sicherheitstechnik ist aus dem letzten Jahrtausend. Absolut nicht mehr zeitgemäß und oft brennt er auch. Dann werden sie alle verbrennen. Weil dann klemmen die Türen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. Eine Fahrkarte, bitte. Noch jemand? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mann. Heute ist ja was los, wa? Gut, dass ich einen großen Bus genommen habe. Die Römerstraße? Komm, ich bremse besser mal hier, damit ich auch bis zur Ampel zum Stehen komme, oder? Boah, hat der einen Schub, ey. Wahnsinn. Alter, das ist so mit der mieseste zu fahrende Bus überhaupt. Keine Haltestelle hier. Oh. An die Römerstraße ist doch da unten, ne? Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Am Zopp. Fastfood? Junkfood? Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Siehst du, Schwupps, dann hast du jemanden gefunden für deine Krümel. Ich glaube, an der Römerstraße muss ich mal eine kurze Pause machen. Oder? Schaffe ich das noch? Das ist aber weit, die Römerstraße, ne? Nein. Das ist halt auch schwierig, ne? Wenn man medienwirksam im Auto verbrennt, dann kann man auch in der nächsten Staffel nicht wiederkommen. Oh oh. Ich glaube, der Tee bekommt mir nicht. Da. Hat die gerade was mit Ananas gesagt? Nicht wundern, ich muss jetzt mal eben in Pause springen. Ihr könnt euch vorstellen, warum.
Muss aber noch die Haltestelle mitnehmen, weißt du? Geht nicht anders. Natürlich noch mit Auto drin. So, ich bin mal ganz kurz in Pause, weil da gibt es körperliche Gründe für. Ich bin gleich wieder da. Nicht wundern, lauft nicht weg. So. Ich glaube, wir können. Haben wir hier schon gehalten, ne? Hätte ich das mal gewusst, dass die alle aussteigen. Tschüss. Ciao. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Mhm. So, na, Einzel, Senior. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Ja. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Woche Standard, ja. Eine Fahrkarte, bitte. Tagstandard, ja. Und du willst nicht einsteigen, bist du sicher? Ich kontrolliere mal eben. Die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Mhm. Ja, bitte. Na klar. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Hier. Was? Ach so, hier, na klar. Hier. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Na klar. Oh, nein. Hier. Was? Ach, was? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja, sei nicht so missmutig, ja? So. Außerdem muss ich mir noch was notieren. Wo schreibe ich es mir denn hin? Also hier war Stadio und das ist Bus. Sim. Am 3.8. Pause. Circa 2 Stunde 20. Ungefähr. Was, kleiner Tipp, wenn du dir denkst, 13 Haltestellen auszulassen, mach den ganzen leiser. Wen soll ich leiser machen dabei? Minelli? Aber jetzt mal ernsthaft, warum den Ton? Aber warum soll ich denn 13 Haltestellen auslassen? Kann das denn immer noch die Nachwirkung von dem Paprika sein? Ich weiß es nicht. Weil gestern Nacht habt ihr noch ein bisschen Paprika hingestellt. Grünen Paprika, weißt du? Ich habe da so 3-4 kleine Streifen von geknabbert. Man will ja nicht dick werden, nicht? Gott, ist mir der schlecht bekommen. Wenn man keine Lust hat, fast 30 Minuten zu fahren. Hab grad eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas! So, knickt er ein? Nö. Ja, dann wundert mich natürlich auch nicht, warum du in dem Level schon 120 Busse hast, ne? Wenn natürlich so fährst. Ich dachte ja, ihr seid ein bisschen realistischer. Aber nö. Nächster Halt, Peace Kogel Grange. Wo gehen die denn alle hin? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Einzelstandard. Oh.
danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Bitte.